So, das hier ist mein Premium-Panzer, also Goldpanzer nennt man die. Damit kann man Geld verdienen, weil man durch Munition und Reparatur Geld verliert. Braucht man sehr viel Kohle. Das ist ein amerikanischer Goldpanzer, beziehungsweise Premium-Panzer nennt man die auch. Der T-34er hat einen sehr, sehr starken Turm. Das heißt, wenn man hier die untere Wanne, hier vorne die untere Wanne versteckt, kann man mit dem Turm so einiges reißen. So. Ja. Unser Panther 88 wird eine Riesenrolle spielen in meinem Video. Ja. Hier. Dieser hier. Den werden wir gleich nochmal ausführlich unter die Lupe nehmen, ja. Also ich werde, glaube ich, so eine Dings machen hier. Wie heißt das? So ein extra Ordner, wo ja, wie soll ich euch das sagen? So Affen reinkommen. Meiner Meinung nach Affen, die einfach sinnlos rumheulen oder flamen oder sinnlos irgend, weiß ich nicht, so Leute anpöbeln, rumschubsen oder beschädigen. Es gibt ja auch Teamkiller und so, ne? Da werde ich, glaube ich, extra Ordnung machen, weil es nimmt langsam auf World of Tanks so extrem an Überhand. Ich glaube, da muss so ein Hall of Fame von den Kacknoobs und Flamern und Teamkillern und ja, so einfach Asoziale, weißt du, da muss ein Ordner her, wo ich die Replays mit den asozialen Ego-Playern da reinmache. Ja, warum, seht ihr gleich. So, der Gegner hat einen GW Panther. Mein T-34er, wer sich mit World of Tanks auskennt, das Ding ist arti-anfällig. Das heißt, ein T-34er oder ein T-30er kann gewone-shottet werden, wenn er von einer arti getroffen wird. Warum? Frag Wargaming, ist so. Es gibt manche Panzer, die sind sehr arti-anfällig. Ne? Unter anderem ein T-34er. Ich habe hier versucht, den Leuten so gut es halt geht zu helfen, weil unser komplettes Team ist darüber gegangen. Wenn ich da jetzt nach vorne fahre, kann ich nicht mehr Türmchenspielchen machen, sondern dann bin ich an der Front, dann umfahren sie mich, dann mache ich einen Schuss oder zwei und dann bin ich tot. Ja? Und habe ich meinem Team dann geholfen? Nein. Also versuche ich es aus der Distanz. Ja, solange die noch klarkommen, einigermaßen ist ja alles gut. Ja, ich hier zum Beispiel. Hier. So, 395. Ich habe vorhin schon mal 400er Schaden da drüben gemacht, aber uninteressant jetzt. Also, sind schon mal. Ja, hier, Panther 88, lest mal hier unten. Der gibt die Position an den Gegner weiter. T-34 on B7 Camping. Hör mal zu, du Depp. Das, weißt du? Guck mal, du bist ein Deutscher, Mann. Ohne Scheiß. Wärst du irgendwie, keine Ahnung, aus. Ist ja auch egal. Ich will jetzt hier keine. Warum macht man sowas, Alter? Ich bin euch doch am helfen. Guck mal, 800 Schaden habe ich schon rausgehauen. So, und der fängt an zu brennen. Ja, hab schon 1000 Schaden hier euch geholfen. Was willst du denn? Das Spiel ist gerade mal 2 Minuten alt oder 3 Minuten alt. Ja, ich fahre einfach nur nicht an die Front, weil ich weiß, wie ich mit dem Panzer umzugehen habe. Okay? Ich habe etliche tausend Gefechte hier und ich weiß, was ich tue. Ich werde schon nicht ewig hier rumcampen. Ja, bevor du rumholst. Übrigens, ich habe am Ende des Spiels 4.500 Schaden gemacht. Ja, ihr seht auch gleich warum. Dieser Centurion 1. Ja, hier, unser Jeff hier, der, endlich bist du tot, Mann. Ohne Scheiß, Alter. Schäm dich mal, ey. Sowas regt einen nur auf, weißt du, also, was gibst du die Position von Leuten irgendwo weiter? Ich meine, juckt mich eh nicht, Alter. Selbst wenn ich dann platze und sterbe, ist eh nur ein Spiel. Aber, weißt du, bevor du rumheulst, guck doch erstmal, ob ein Spieler was kann oder ob er irgendwie aus der Distanz hilft. Denn wenn ich hier vorne rumstehe, ich habe ewig lange Reload. Ich habe 12, 13 Sekunden Reload. Ja, wenn ich vorne rumstehe, da kommen irgendwelche schnellen Panzer, dann kriege ich einen Schuss nach dem anderen rein und dann ist das Ding für mich gegessen. Warum ich meine HPs spare, siehst du gleich. Guck, den habe ich schon mal eine reingewirkt. Noch. Ich habe schon meine 1,5, 1,6, 1,7 an Schaden, so in etwa. Ja, ich schone meine HPs, weil ich weiß, am Ende wird es nochmal eng. Siehst du, der ist an meinem Turm jetzt gerade abgeprallt. Der Gegner hat noch zwei IS-3, ein T-34er, Isu, eine Arti und alles. Ey, wenn ich da vorne jetzt dir angeblich helfe mit einem Schuss und dann sterbe, dann hast du doch nichts davon. Dann können wir das Spiel nicht gewinnen. Ja, hier daneben gehauen.
Arti hat dann nur gesplasht. Ich bleib mal Arti safe, bis ich zugehe. Wie gesagt, ich brauche keinen Arti-Treffer und auch keinen Treffer von irgendeinem TD oder was auch immer. Ohne Scheiß, Mann. Immer dieses hässliche Rumgeflame sinnlos. Beziehungsweise Leute umsonst anpöbeln, die sowieso helfen, Mann. Du hast doch keine Ahnung. Guck dir erstmal später die Stats an und dann kannst du immer noch mich anflamen oder was. Ich meine, wenn du dich bei mir meldest und dich entschuldigst, dann werde ich das hier drunter kommentieren. Wenn nicht, dann bist du auf ewig hier als Replay gespeichert. Was soll denn der Scheiß, Mann? Womöglich in anderen Spielen gehst du hin und beschädigst noch eigene Leute, weil du meinst, die würden nicht helfen, weißt du? Krieg doch mal deine Aggression unter Kontrolle mal ein bisschen. Ey, was ist denn los? Zumal, wie du siehst, eine volle IS-7 taucht hier auf. Eine volle IS-7. Ja, der ist an meinem Turm schon wieder abgeprallt. Würde ich jetzt meine HPs da vorne, weil ich nach vorne presche, da irgendwie verschwendet haben, kann ich jetzt keine IS-7 mehr bekämpfen. Da. So, hier ist so ein Erdhügel hier vor mir. Also kann ich meine untere Wanne verstecken. Die ist ja butterweich und kann mit dem Turm mehrere Abpraller kassieren. Und der ist wieder rein. Ah, der verzweifelt. Ja, eine volle IS-3, der, weißt du, der ist viel härter gepanzert als ich. Hätte ich jetzt meine HPs nicht gespart, 516. Hab jetzt für den letzten Schuss auf Gold umgeladen. Ein Schuss Gold hau ich raus, weil das muss jetzt klappen. Ich muss der Base helfen. Weil, ne, unsere andere IS-3 ist so ein bisschen in Bedrängnis da hinten. Die andere IS-3 hier, ich weiß nicht so, die macht da einen auf Sniper. Guck da, auch, der ist auch voll AP. Okay, so, das sind so Dinger, deswegen spare ich meine HPs. Helfe trotzdem, ich habe ja von hier aus dir geholfen. Ist ja nicht so, hast ja gesehen, ich habe da 1,5 bis 2000 Schaden rausgehauen, Alter. Chill doch mal bitte. So, jetzt, fast noch voll AP, kann ich da drüben noch helfen. Und dann können wir das Spiel gewinnen. Ich habe übrigens Großkaliber gemacht und 4500 Schaden. Dafür gibst du die Position an die Gegner weiter. Ja. Immer dieses hässliche, unnötige, sinnlose teilweise sogar. Und Geflame und Rumgehate. Und wie gesagt, so, ich habe auch oft genug erlebt, dass solche Leute dann anfangen, dich zu beschädigen und machen Teamkill. Ja, weil sie einfach das Spiel nicht checken, meinen, du würdest da sinnlos campen. Dabei bist du doch aus der Distanz am Helfen. Ja. Jetzt kann ich in Ruhe den T-34er auseinanderschrauben. Lass das doch mal mit diesen sinnlosen... Guck doch mal die Stats von jemandem. Guck mal, was der so kann. Oder, ne, so, und dann kannst du immer noch schimpfen. Oder kannst mich anschreiben, wenn ich Scheiße gebaut habe. Oder sonst was. Aber in-game Leute beschädigen. Oder in-game während des Gefechts Position weitergeben. Weißt du? Vielleicht macht ja dieser eine Spieler, ja, ist ja so, 4.500 Schaden Großkaliber, dankeschön. Hm? Ja, sorry, aber sowas regt nur noch auf, Alter. Wir am Wochenende sind eh genug Deppen unterwegs, dann kommt noch so eine Scheiße dazu. Ja, wie gesagt, wenn du mich anschreibst und dich bei mir entschuldigst, dann schreibe ich hier drunter, er hat sich bei mir entschuldigt, ansonsten bist du verewigt hier auf YouTube. Mache ich so ein Hall of Fame von den ganzen... Ach, ist ja auch egal, hau rein.